Recht herzlich willkommen zur 18. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir uns um die Klosterbrauerei hier gekümmert, dass da genug Gerste kommt, die jetzt aber schon wieder verbraucht ist, wie wir gerade sehen. Ich bin gerade falsch unterwegs und jetzt habe ich auch noch ein Loch gebuddelt. Na egal, hat uns zwar ein bisschen Geld gekostet, ist jetzt aber so schön passiert. Falsche Tasten. Mit WASD kann man hier halt nicht steuern, da muss man die Pfeiltasten nehmen, ne? So, da kommt einer mit Gerste an, da unten auch, da sind zwei mit Gerste, da ist dann, ach, die habe ich letztes Mal noch neu gemacht, genau. Was mir nachher aufgefallen ist beim Kontrolle des Videos, dass die Anhänger eigentlich auch, sag schon, zwei hinter dem Unimog haben können, also die Anhänger nicht, der Unimog kann zwei Anhänger dahinter haben, so. Sollten wir überlegen, ob wir das machen. Allerdings müssten wir dafür diese Station hier ausbauen wahrscheinlich, weil dann sind zwei Haltestellenplätze gefragt wahrscheinlich. Gehe ich von aus. Können das ja mal gerade checken. Der geht nämlich und dann geht der. Und dann brauchen wir halt länger zwei. Der fährt allerdings auch relativ schnell damit, ne? Nämlich genauso 53 und das wäre doppelte Menge fürs fast gleiche Geld. Müsste man überlegen, was man da macht. Allerdings würde es bedeuten, wir müssen hier oben bei der Klosterbrauerei auch doppelte Haltlänge haben. Das ist hier und hier wieder schwierig, ne? Ja. Müsste man nochmal überdenken. Umbauen. Würde das auch wieder bedeuten. Hier ist ja jetzt gerade voll der Verkehr, ne? Wie er läuft, Gerste ist da. Sind wir gerade über, na, nochmal, so richtig 10 Stück dazugekommen. Ja, es wird jetzt mehr. Jetzt müsste man checken, wie lange braucht das, bis die wieder hier sind. Gerste ist nur da. Aber ich glaube, das ist zu wenig. Da müssen noch mehr Fahrzeuge kommen. Jetzt ist die Gerste weg. Und die sind erst auf halbem Weg. Okay. Hier wäre kein Problem, glaube ich. Die produzieren genug. Hier liegen nur 33 Tonnen. Das könnte schwer werden. Wenn die das abholen sollen, ne? Ne, es sind immer 33 Tonnen da. Jetzt sogar 41. Nö, ich glaube. Da ist immer genug auf Lager. Maschinenfabrik ist überfüllt. Das würde bedeuten, wir schicken noch auf jeden Fall einen. Können wir auch mehr wie einen auf die Reise schicken. Müssen wir gucken. Den haben wir jetzt eben gekauft. Den können wir dranhängen und starten. Getreidebrauerei. Kopieren, zweimal, dreimal, starten, 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 starten. Gut. Müssen wir nochmal schneller laufen. Die vier sind unterwegs, die will ich aber hier unten gerade gucken, dass die auch genug mitkriegen. Können wir auch den anmachen. Da ist aber auch noch genug Vorrat, ne? Obwohl, doch, komm wieder hoch, oder? Oh. So, aufpassen, dass es nicht unter 200 fällt, ne? Aber die produzieren auch nach. Ne, sieht gut aus, oder? Wollte gerade sagen, die kommen nicht wieder, da ist irgendwo ein Stau, aber sieht gut aus. Den Trecker, vielleicht sollten wir den da wegnehmen. Gut. Das läuft erstmal. Maschinenfabrik ist überfüllt. Da hängt irgendwo ein Güterzug fest. Stopp, 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 stopp. Da müssen wir gucken, warum der festhängt. Okay, der blockiert da. Der, wo will der hin? Komisch. Ach, der kriegt keine Kohle vielleicht.
Ja, da fehlt ein bisschen. Ist aber. Da ist genug da. Steht in der Beladung 91 von 100. Okay, dann lass mal gerade doch nochmal laufen. Der fährt doch dann gleich wieder, oder? Wieso kriegt er jetzt keine Kohle? Für wen soll der Kohle holen? Das wäre jetzt die Frage, ne? Ja, das bedeutet, wir machen das ganz einfach, gerade schnell noch ein Gleis daneben gezogen. So. Dann machen wir hier ein Ausweissignal raus. Fracht war da. Passt. Ja. Jetzt muss ich das da wegmachen. Das war noch Zusatz vom Gleis, ne, aber ne, Eisenbahnstrecke entfernen. War das falsche? Das wäre das Richtige. Jetzt nur die Frage, ob das geht, ne? Ne, das macht er nämlich nicht. Irgendwie geht das nicht. Schade. Aber wir haben ja noch die Möglichkeit, hier weiter auszubauen. So machen wir das. Stellen dann dort ein Strecken. Wo ist denn das Ausweissignal jetzt? Ausweissignal da, das dahin. Ist das jetzt richtig rum aufgebaut? Gute Frage, ne? Ne, ist nicht richtig aufgebaut. So muss es richtig sein. Und jetzt haben wir hier ein Problem mit ihm. Warte auf freie Strecke. Fahrplan. Machen wir gerade so, dann fährt der weg. Dann kriegt er nochmal den Fahrplanwechsel. Dass er nach der Kohlemine fährt. So. Das sollte jetzt funktionieren, oder? Jetzt fährt er zwar da lang, aber könnte klappen. Der fährt dann auch rein. Ja. Dann sieht es so aus, als ob das klappen könnte. Ja, der fährt auch wieder raus. Geht. Ist nur die Frage, ob wir den hier nicht besser woanders hinstellen. Okay, das war schon da. Machen wir so. Das andere muss dann nachher weg. Das wäre das. Und das geht nicht. Schade, ne? Jetzt müssen wir da erst wieder zubauen. Dann ist das Signal sogar schon wieder da. Sehr interessant. So, und dann würde ich aber gerne die Strecke da noch wegmachen. Wenn er da gleich rüber ist, dann geht das ja. So, besser ist das. So. Allerdings brauchen wir dann da noch ein Signal, dass er bis dahin vorfahren kann. Warum fährt er? Ah, okay, er fährt doch weiter. Na, dann müssen wir hier überlegen, zweispurig weiter auszubauen, oder wie sehe ich das?
Weil das ist ja dann noch so ein Engpass, den brauchen wir nicht unbedingt hier, ne? So wäre das. Ist ein bisschen kurz der Bahnhof geworden hier, ne? Das war wieder ein Fehler, den da so nah hinzusetzen dann. Machen wir erst den Bahnsteig jetzt. So ist er richtig, oder? Frage. Das muss ein anderes Signal werden, definitiv. Ja. Das war ein Auswahlsignal, oder? Das muss dahin. Machen das dahin. Das andere nehmen wir gleich weg. Nö, geht nicht. Schade drum, ne? So. So, da gibt es ein Auswahlsignal, das heißt, beide Züge können das auch verwenden. Der macht es jetzt noch nicht, wahrscheinlich, weil, ne? Nicht der Weg frei ist. So, hier nochmal rüber, ist das wichtig? Diese Kreuzung ist vor dem Bahnhof einfach zu knapp, ne? Ja, müsste, wird er vielleicht beim nächsten Mal machen dann. Will ich hoffen. Guck mal, wir haben ja sogar Platz gehabt, den Bahnsteig da auch noch nebenher zu fahren, naja. Muss man nochmal überdenken, wie man das da macht. Jetzt fährt der rein, aber er könnte doch auch da reinfahren, oder? Wenn ich den vorfahren lasse, wäre das schlecht, weil die Kreuzung besetzt wird. Also vor dem Bahnhof muss es anders werden. Ich würde jetzt favorisieren, das hier lang zu machen, glaube. Aber momentan funktioniert's. Ist zwar leicht verzögert. Oder dieses Signal als Auswahlsignal. Und hier gerade durchziehen im Endeffekt, wenn einer rechts abbiegen will, ne? Dann würde der sowieso da lang fahren. Naja, weiß ich auch jetzt nicht. Läuft erstmal. Was macht die Bilanz? Ja, 43 ist die Marge. Das ist schon mal gut. Macht also Plus. Sollte funktionieren. Gut. Das läuft. Da hinten, der wartet immer noch auf voll. Ich weiß gar nicht, wo der hin will. Oh, das war jetzt verkehrt. Schön immer aufpassen, dass man nichts Falsches anklickt, ne? Wo will der denn hin? Kohlemine Betriebshof. Kohle Stahlwerk West. Stimmt das denn, Altenau Kohle?
ist das? Ja, ist es wohl. Okay, und da ist genug Kohle vorhanden, oder wie? Ja. Und da fehlt der Schrott. Das bedeutet, nächste Folge sind wir definitiv mit dem Schrott dann noch beschäftigt. Gucken, dass wir den dann auch hier hinbekommen. Kurz einmal bei der Klosterbrauerei noch vorbeigucken. Na, wo ist er denn? Da ist er. Hat noch Gerste. Aber ist gleich wieder leer. Würde bedeuten, kann man auch noch nachproduzieren. Das Lager läuft auch noch nicht in dem Sinne voll hier. Ja, müssen wir auch noch machen. Also nächstes Mal Gerste noch nachfordern und Schrott zum Stahlwerk West. Gut, dann haben wir es erst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.